Grüß euch, ich bin Christopher Wehrn, bin 28 Jahre alt, spiele meine Hand bei Freunden Ärzten, bin da auf der Rückraummitte und Rückraum links unterwegs und ich freue mich, euch heute meine Weser Traum 7 zu präsentieren. Meine Weser Traum 7 wird präsentiert von dem Familienunternehmen Binder aus Hameln. Binder produziert die weltbesten Gegenstromanlagen. Ja, und wenn ihr ein bisschen was zu lachen haben wollt, dann bleibt bis zum Ende dran, weil da kommen ein paar Outtakes, weil auch ich habe mich ein bisschen verquatscht. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit meiner Traum 7. Bei mir geht's los im Tor mit Sascha Kranich, kennt viele wahrscheinlich, gerade Emmertaler, spielt schon Ewigkeiten da, war mal kurzzeitig in Stadt-Eulendorf. Ein super Mann, kann man sich immer drauf verlassen, gerade von außen, da geht's richtig ab dann, das wissen die Leute. Weiter geht's mit Jürgens, Cedric Jürgens. Spielt aktuell in Hameln, ist ein super Kerl, jung und meiner Meinung nach hat er echt viel Potenzial, also ich feiere Jungs auf jeden Fall. Links außen geht's los mit Tobias Brakan, gut, Tobi ist kein Unbekannter, gerade hier im Pyrmoner Kreis. Tobi, den kann sich immer verlassen, gerade wenn es um die schnelle Mitte geht, die Bälle nach vorne, Sascha kennt das zu gut, gerade im Tor, das geht immer gut nach vorne. An seiner Seite ist Florian Backhaus. Florian Backhaus bzw. Backe, bekannt auch, ist auf jeden Fall auch sehr treffsicher von links außen. Deswegen habe ich da hingestellt und gerade weil es auch in der Abwehr wirklich ein richtiges Monster ist. Also die Leute, die ihn kennen, die wissen auch, wenn es auf Abwehr geht, das tut einem ordentlich weh. Deswegen Backe auf links außen mit. Dann geht es weiter auf halblinks mit unserem guten Schorich, Arnold Schorich. Schorich ist ein langes Elend. Wenn der einmal in den Fluss kommt, dann gibt es da keinen Halt mehr. Also auf den ist immer Verlass, deswegen ganz klar Nummer 1 auf halb links bei mir. Danach kommt Merlin Otto. Merlin und Schorich zusammen ist, glaube ich, eine ganz gute Kombi. Merlin ist ein junger Spieler, kann sich noch einiges abgucken bei den Leuten, die in meiner Traum 7 sind. Und gerade dynamisch, schnell auf den Beinen, hat einen guten Schlagwurf. Also wirklich ein guter Mann auf halb links. Dann geht es weiter mit der Mitte. Da spielt Alex Siklaff. Ja, Alex ist auf jeden Fall für seine kleinen Hüftwürfe bekannt und gerade das Spiel mit dem Kreisläufer. Also gerade das Spiel mit dem Kreis, das ist wirklich 1A mit dem und deswegen ist Axel bei mir auf der Mitte. An seiner Seite ein sehr erfahrener Spieler, Oliver Glatz. Ja, jahrelang beim Hamelner VfL. Ist wirklich eine Bank. Jeder, der ihn schon mal spielen sehen hat, der weiß, was der für Schlagwürfe kann. Aus dem Rückraum und das war für seine Größe, also mega und ein absolut hammer Typ. Ich durfte leider mit ihm noch nicht zusammenspielen, aber auf jeden Fall gesetzt auf der Mitte. Dann geht es weiter auf halb rechts mit Marek Staniszewski, ist auf jeden Fall auch ein bekannter Name, gerade in der Oberliga bei Stadt-Eulendorf, Torschützenkönig gewesen und jahrelang bei uns in Emmertal gespielt. Wirklich ein Typ, ein richtiger Typ. Wenn der auf Abwehr geht, der macht richtig ordentlich Druck. Also wirklich ein absoluter gesetzter Spieler. Daneben ist Pascal Siefer, auch sehr jung, langes Elend auf jeden Fall und manchmal im Training ein bisschen besser als im Spiel, aber wirklich auch ein super Spieler und vom Typ her Mannschaft passt 1A rein, absolut. Dann geht es weiter auf rechts außen mit Artem Antonovic, kennen vielleicht auch noch viele, ab und zu auch in der Zeitung bekannt, der spielt beim Bundesliga-Verein Großburg-Wedel. Früher durfte ich mit ihm zusammenspielen in der Jugend und wirklich auch durch und durch ein Handballspieler, auf den es absolut Verlass und gerade auf der Rechtsaußenposition kann genauso gut im Rückraum spielen, also wirklich ein guter Mann. Dann geht es weiter mit Morik Herrmann, auch ein sehr junger Spieler und ja, der ist bedingt leider verletzungsmäßig immer ein bisschen zurückgetreten. Aber wirklich talentiert und absolut offengesetzter Spieler auf rechts außen. Weiter geht's am Kreis mit Fabian Bülow. Fabian spielt schon keinen Ball mehr, aber damals die Zeit in der A-Jugend Emmertal. Absolut genial, gerade auch das Zusammenspiel mit Alex zusammen auf der Mitte. Kann man sich oder konnte man sich immer drauf verlassen und wirklich ein Mann für jedes Tor am Kreis. Dann geht's weiter mit dem guten Jürgen Rothmann. Ich glaube, er ist auch sehr bekannt hier bei uns, hat seinen Weg jetzt oder macht seinen Weg hoffentlich auch gut in Hameln und gerade in Abwehr wirklich eine absolute Bank. Sieht nicht unbedingt danach aus, aber der kann gut verteilen, das tut dann auch schon mal weh. Und ja, jetzt geht es weiter mit meinem Trainer.
Trainer ist auf jeden Fall auch nicht unbekannt, das ist Andrei Antonovic. Ja, russischer Nationalspieler. Ich glaube, ist wirklich sehr bekannt auf jeden Fall. Alle, die sich mit dem Handball ein bisschen auskennen. Wirklich ein absolut geiler Trainer. Und macht halt so ein bisschen den Oldschool-Handball. Und das ist schön knackig, tut auch ordentlich weh. Und von daher absolut gesetzt auf jeden Fall und auf der Trainerbank. Betreuer ist Burkhard Beims. Ja, Burkhard Beims, glaube ich, kennt auch ein paar Leute. Bekannt als auch als Heimsprecher in Hameln, Rosen. Hat viel durchgemacht und ist ein Sportsmann durch und durch. Hat den Sport immer gelebt, auch Fußball. Und ja. Ja, das ist mein AWSA Traum 7 gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und supportet den Kanal. Support ist kein Mord, sagt man immer so schön. Ne? Und jetzt geht's los mit den Outtakes. Gott, ich wollte gerade pummelig sagen. Ah, okay. Einmal richtig ins hat noch nicht mal so viel Zeit. Okay, nee, das muss ich nochmal rausnehmen. Das ist scheiße. gerade wenn der Ball richtig läuft. Und okay, ich hole mal kurz Pause. Ist das okay so? Hi, ich bin Christopher Wehrhahn. Wenn du wissen willst, wer meine... Okay. Um ich euch jetzt meine Traum 7 vorzustellen. AWSA Traum 7. Okay. Und ich freue mich auch. Freue mich euch. Nee. Und bedingt durch zwei. Fuck. Mann, ey. Was ein Scheiß. Bin 28 Jahre alt. Mit Gottes Willen, das habe ich verstanden. Ich freue mich euch, jetzt meine Traum 7 zu präsentieren. AWSA Traum 7. Das ist schon wieder vergessen. Ja, Traum 7. Mein AWSA Traum 7. Und ich freue mich. Mann, Digga, das kann nicht wahr sein. Grüße. Linda produziert die weltweit größten Gegenstromanlagen. Die besten Gegenstromanlagen der Welt. Binder produziert die weltweit größten Gegenstromanlagen. Weltbesten.